Hallo zusammen in der Renaissance. Ja, in diesem Video geht es mal wieder in den Bereich historisches Tabletop und in eine meiner absoluten favorisierten Zeitepochen, nämlich die Renaissance. Also der Übergang zwischen Mittelalter und früher Neuzeit. Es ist eine unglaublich interessante Epoche. Ich habe im Dezember habe ich ja eine Reihe gemacht mit Lieblingsminiaturen. Ich verlinke das besagte Video auch nochmal da unten. Und da habe ich eben eine Miniatur vorgestellt aus meiner Renaissance-Armee, mein General, in 15 mm. Und darauf kam der Vorschlag, doch mal diese gesamte Armee vielleicht zu zeigen, das gesamte Armeeprojekt vorzustellen. Und das möchte ich jetzt hiermit quasi tun. Bevor ich allerdings jetzt mich den Miniaturen widme und euch darüber ein bisschen was erzähle, will ich erstmal was über die Epoche selbst erzählen, da das, glaube ich, ein Bereich ist, der im Tabletop unglaublich unterrepräsentiert ist und das völlig zu Unrecht meiner Meinung nach. Die Renaissance ist für mich, glaube ich, wirklich die eine meiner, auf jeden Fall eine meiner Lieblingsepochen und ich glaube die Lieblingsepoche direkt nach der Wikingerzeit, für die ich ja eine bekannte Schwäche habe. Die Renaissance ist allerdings nochmal sehr, sehr viel vielseitiger, sehr viel besser in Quellen belegt, sehr viel bunter, ja, und hat eben unglaublich und eine unglaubliche Bedeutung für unsere Geschichte, was Kunst angeht, was Architektur angeht, was das Finanz- und Handelswesen angeht. Das ist unglaublich vielseitig und eben auch in Sachen Kriegsgeschichte eine wahnsinnig interessante Epoche. Ja, was ist überhaupt die Renaissance? Die Renaissance kann man ganz grob datieren, Ende des 15. Jahrhunderts bis Ende des 16. Jahrhunderts. Warum das nicht so genau datierbar ist, hängt damit zusammen, dass es diese Renaissance, also der Begriff Renaissance bezieht sich ja auf eine Rückbesinnung, auf die Rückbesinnung zur Antike, zu der römischen und griechischen Zeit, was man eben damals nach dem Mittelalter gemacht hat. Die Renaissance als Kulturepoche ist eben was, was ganz viele Teilbereiche umfasst. Also wenn man auch mal in die Schulzeit zurückdenkt, da ist uns das als Literaturepoche oder ja, Kunstepoche, Musikepoche begegnet. Es gibt noch weitere Themen wie Philosophie, Architektur und so weiter und so fort. Also es ist eben ganz, ganz vielseitig und ja, der Umfang dieses Videos reicht auf keinen Fall aus, um das irgendwie auch nur annähernd zu erklären und irgendwie abzudecken. Und diese Entwicklungen, die es damals gab, die haben eben auch zeitlich ein bisschen verzögert stattgefunden, je nachdem, wo man zu der Zeit in Europa schaut. Also es kam mit Sicherheit sehr, sehr früh in Italien an, was an der Nähe zu Byzanz liegt, wo wir auch schon so ein bisschen den Ursprung der Renaissance haben. In Mitte des 15. Jahrhunderts ging Konstantinopel, die Hauptstadt des Oströmischen Reiches oder Hauptstadt von Byzanz, eben über an das Osmanische Reich. So, und da gab es eine Bewegung von viel geistigem Eigentum zurück quasi nach Italien und so weiter. Und diese ganzen Ideen, die in Byzanz teilweise noch gelebt haben, die gingen dann eben in die mittelalterliche Welt ein bisschen weiter westlich ein. Um das jetzt mal ganz grob anzufassen, das Thema. Also es ist mit Sicherheit ein bisschen komplexer, aber das gilt so als ein Anstoß des Ganzen, dieser ganzen Renaissance-Idee. Und wir haben in dieser Zeit unglaublich viel, was da passiert ist in Europa und eben auch
außerhalb von Europa, beziehungsweise um Europa herum. Eins der wichtigsten Dinge war natürlich die Entdeckung der neuen Welt und damit auch die Nutzung der neuen Welt für die europäischen Großmächte. Allen voran natürlich Spanien, was einen enormen Reichtum gewonnen hat durch die Silber- und Goldvorkommen, durch das Ausrauben der Indio-Kulturen. Das heißt, wir haben die Zeit der Konquistadoren. Wir haben gegen Ende so ein bisschen den Beginn der Piratenzeit, noch nicht diese ganz große Piratenära, aber Francis Drake ist auch Ende des 16. Jahrhunderts dann zu verorten. Wir haben Martin Luther, wir haben die übermächtige katholische Kirche zu der Zeit, die absolutes Leben bestimmt hat, und wir haben das Aufbegehren des Protestantismus zu dieser Zeit, also auch schon der Beginn der Glaubenskonflikte. Wir haben eben den Zusammenbruch von Byzanz Ende bzw. Mitte des 15. Jahrhunderts, was auch nochmal ganz viel ausgelöst hat. Wir haben das enorm Osmanische Reich, was zu der Zeit eben auch auf einem absoluten Höchststand war und auch so ein Gegenpol gegenüber Europa oder dem europäischen Kaisertum war. Wir haben die Bauernkriege bei uns hier im deutschen Raum. Wir haben die italienischen Kriege. Wir haben Konflikte in Nordafrika, im Mittelmeerraum, eben das Osmanische Reich. Wir haben die Reconquista, das heißt die Rückeroberung der spanischen Halbinsel durch die Christen gegenüber den Muslimen, die da auch eine Blütezeit hatten vorher. Und auf dem Schlachtfeld erleben wir letztendlich das Ende des Ritterstandes mehr und mehr. Wir haben den Beginn der effektiven Nutzung von Feuerwaffen unterschiedlichster Art, Arkebusen, Musketen, Pistolen, verschiedene Kanonen und so weiter. Wir haben die Söldnerheere, wir haben die Landsknechte, wir haben die Schweizer Eliteinfanterie. Das ist ein ganz bunter Mix, den man da erlebt, und das kann man eben auch im Tabletop dann auf dem Schlachtfeld wiederfinden. Was das Ganze interessant macht, ist dann eben nicht nur die Mischung und diese rasante Weiterentwicklung von Taktiken und Waffentechnik innerhalb vielleicht nur einer Armee, sondern auch übergreifend. Wenn man sich zum Beispiel das Mittelalter in Europa anschaut, da sind die Armeen alle sehr, sehr ähnlich. Und in der Renaissance, finde ich, gibt es da nochmal sehr viel mehr Unterscheidung. Es kommt mir so vor, als wäre der Konflikt so mit der heterogenste, wenn man sich mal die Zusammensetzung oder den Fokus verschiedener Armeen, die da tatsächlich auch gegeneinander gekämpft haben, anschaut. Wir haben zum Beispiel die Franzosen, die durch das Mittelalter noch geprägt, der Adelstand, die Ritterschaft, da einen sehr, sehr großen Wert drauf gelegt haben, auf den Einsatz von massiver ritterbasierter Reiterei, also der Gendarme. Wir haben aber auch auf der anderen Seite zum Beispiel England unter Heinrich dem VIII., fällt auch in diese Zeit, wo tatsächlich noch Langbögen eingesetzt wurden. Dann haben wir die Osmanen, Reiterkavallerie, dann das Janitscharenkorps, also auch schon mit Schwarzpulverwaffen, dann große Kanonen und so weiter. Also auch eine ganz andere Zusammenstellung wieder. Und wir haben so die Schweizer Söldnerheere, die diese super starken Pikenhaufen aufgestellt haben und sehr, sehr begehrt als Söldner waren und als die Vorbild-Elite-Infanterie galten für eine Zeit lang. Wir haben die Landsknechte, wir haben diese Pikenhaufen, wir haben dann die Entwicklung der spanischen Tertios, die Zusammenarbeit von Piken und Schusswaffen miteinander, generell diese Formationen der Piken, die einfach mit verschiedenen Waffen gekämpft haben, um möglichst effektiv zu sein, also Piken, Zweihandwaffen, Schusswaffen. Das ist wahnsinnig interessant, was da passiert ist, und auch in einem relativ kurzen Zeitraum. Also wenn man sich diese Epoche anschaut, wie es am Anfang aussah, wenn man mal so das ausgehende Mittelalter nimmt, die ersten Handfeuerwaffen,
bis dann zum Beispiel zum 30-jährigen Krieg, was sich da an Waffentechnik einfach entwickelt hat und vor allem wie mit den Waffen umgegangen wurde auf taktischer Ebene und eben in der Kriegsführung. Ja, und die Renaissance hatte eben auch dann diese Rückbesinnung auf die Antike, die spiegelt sich eben auch so ein bisschen in den Heeren wieder und vor allem auch, wie die Heerführer gedacht haben. Die haben sich dann als, gerade in den italienischen Kriegen, als die Cäsaren gesehen und so ein bisschen wieder die Rückbesinnung auf das alte Rom und auf Alexander den Großen, die Phalanxen und die Legionen und so weiter und so fort. Also diese Ideen sind da mitgeschwungen und das finde ich ist ein sehr, ja, sehr, sehr faszinierend und hat ganz, ganz viele Facetten, die da eingeflossen sind und die ich in diesem Video gar nicht abdecken kann. Also die Renaissance, absolut faszinierende Zeit. Ich kann jedem nur ans Herz legen, sich damit mal zu beschäftigen. Es ist völlig unterrepräsentiert. Leider, leider, leider. Es ist eine wahnsinnig faszinierende Zeit. Für Europa, aber auch für ganz, ganz viele Aspekte. Und eben einer davon ist die Kriegsführung, die jetzt für uns als Tabletopper besonders im Fokus steht, aber eben auch andere Aspekte wie Architektur, Kunst, Finanzen etc. etc. Entdeckertum. Aber kommen wir doch jetzt mal zu der Armee, die ich euch hier vorstellen möchte. Ich habe meine Armee um Karl den V. von Habsburg herum aufgebaut. Das war der große Kaiser des Heiligen Römischen Reiches, 1500 bis 1558. Ja, der Mann hat Großes geleistet und er war wahrscheinlich der, ja, vielleicht der mächtigste Herrscher, den es je gab. Ich weiß nicht, ob man es so sagen kann, aber er kam einem Weltherrscher schon sehr, sehr nah, aufgrund dessen, dass er zu jener Zeit quasi über Spanien geherrscht hat. Er war Kaiser des Römischen Reiches, das heißt, er hatte in den deutschen Landen was zu sagen. Er wurde ja von den deutschen Kurfürsten gewählt. Er hat Konflikte in Italien bestritten, also er war der europäische Herrscher zu jener Zeit und eben nicht nur europäischer Herrscher, sondern eben auch Herrscher über ganz viel Land in der neuen Welt. Und letztendlich der Reichtum, der da aus der neuen Welt kam, durch das Silber und Gold, der hat natürlich ihm nochmal enorme Macht gegeben. Es geht ja auch dieses Zitat herum, wo ich gar nicht weiß, ob man das ihm wirklich zuschreibt. In meinem Reich geht die Sonne nicht unter, was eben darauf beruht, dass ja, in Amerika quasi die Sonne scheint, wenn sie bei uns schon untergegangen ist. Das heißt, überall, wo sein Herrschaftsgebiet war, schien quasi durchgehend die Sonne. Wobei man da natürlich auch nochmal sich ins Gedächtnis rufen sollte, dass die Leute damals ja noch gedacht haben, das ist Indien und nicht Amerika. So, das war jetzt mal ein relativ langes Vorwort dafür, dass ich ja eigentlich hauptsächlich die Miniaturen zeigen wollte. Trotzdem, ja, viel zu kurz, um der ganzen Sache gerecht zu werden. Also hier auch nochmal ein Disclaimer. Ich bin absoluter Laie. Ich bin kein Historiker, Archäologe oder sonst irgendwas. Das ist jetzt im Prinzip nur das, was ich hier kurz zusammengefasst habe zu der Zeit. Ich hoffe, da waren keine allzu groben Schnitzer drin. Mit Sicherheit habe ich ganz viele Sachen überhaupt nicht angesprochen. Ja, das steht komplett außer Frage. Ja, aber jetzt würde ich sagen, schauen wir uns doch mal ein paar Miniaturen an. So, das ist hier, wie gesagt, meine an Karl dem V. orientierte imperiale Armee im 15 mm Maßstab. Die Modelle, die ich hier habe, sind zu einem großen Teil von der Firma Venezia. Es waren italienische Hersteller. Ich glaube, die gibt es in der Form nicht mehr. Ich weiß nicht, bin mir gar nicht sicher, ob die Formen eventuell von einem anderen Hersteller aufgekauft wurden. Wäre auf jeden Fall schade drum, wenn es die nicht mehr gibt, weil es meiner Meinung nach die schönsten Renaissance-Modelle sind, die es jemals gab in diesem Maßstab.
Sehr, sehr detailliert, sehr, sehr schön und eben auch ja, historisch passend für die Epoche. Das Spielsystem, was ich damit hauptsächlich gespielt habe, ist Field of Glory Renaissance. Jetzt zeige ich auch noch mal das passende Armeebuch dazu, Trade and Treachery. Field of Glory ist natürlich ein ja, vergleichsweise Schwergewicht, was Regelwerke angeht. Es ist ein sehr umfangreiches, sehr komplexes Regelwerk und Spiele dauern auch entsprechend lange. Also so 3 Stunden sollte man schon rechnen für eine Field of Glory Partie. Aber ich finde gerade Field of Glory Renaissance bildet die Epoche wahnsinnig gut und stimmungsvoll ab. Also es gibt diese ganzen verschiedenen Formationen, die Waffengattung und so weiter. Es wird da alles abgebildet. Definitiv eins meiner All-Time-Favorites, was Regelwerke angeht. So, schauen wir uns jetzt mal die Armee ein bisschen im Detail an. Also ich habe hier eine leichte Kavallerie, 2 Einheiten. Das sind die sogenannten Jinetes, spanisches Wort. Das sind leichte Reiter mit ja, Wurfspeeren tatsächlich. Hätte man jetzt wahrscheinlich in der Epoche dann nicht mehr gedacht, aber ich habe ja auch gesagt, das ist eine sehr, sehr vielseitige Epoche, was Waffengattung angeht. Dahinter haben wir Landsknechte stehen, hier auch mit deutschen Fahnen. Das eine ist das Wappen von Nürnberg. Schöne bunte Infanterie, schön bunt bemalt, wie ja auch die Landsknechte waren, möglichst farbenfroh und sowas sieht einfach auf dem Spieltisch immer total toll aus. Also Landsknechtsmodelle sind auf jeden Fall ein Blickfang und ja, nicht umsonst beispielsweise die imperiale Armee bei Warhammer, die hat sich ja auch gnadenlos an der Landsknechtsoptik orientiert und es sieht halt einfach super aus und hat, glaube ich, daher seine Fans. So, dahinter haben wir eine Einheit mit ja, Landsknechtsschützen mit Arkebusen. Das heißt, hier haben wir so den Teil aus deutschen Landen da hinten. Wie gesagt, spanische Reiter. Da vorne haben wir Arkebusenschützen. Daneben haben wir berittene Arkebusenschützen. Dann haben wir hier die Gente d'Armas, also die ja, das Pendant zu Gendarmen. Spanische Ritter sozusagen ohne Panzerung, die Pferde. Da auf der linken Seite haben wir dann Sword and Buckleman, auch ja eine Renaissance-Besonderheit irgendwie, also eine Infanterie mit Schwert und Schild. Ja, Duellisten mit Schwert und Schild, wie man es ja von der Bewaffnung her wie in der Wikingerzeit vielleicht, ja, vergleichbar. Also eine ganz, ganz wilde Zeit, wenn man bedenkt, was man hier alles an verschiedenen Waffengattungen hat, die dann alle auch ihren Zweck erfüllt haben. Ja. So, jetzt haben wir hier in der Mitte die beiden großen Haufen hier. Das sind die großen Tertios. Diese Tertios hatten eben die Besonderheit, die hat sich im Lauf der Zeit entwickelt, dass die Schützen, diese Bastionen, die man da außen gebildet hat. Die konnten eben den Feind behaken und sobald der Feind näher kam, also beispielsweise jetzt vor allem die Reiterei, die ja sehr gefährlich für Schützen war, dann haben sich die Schützen quasi in den Schutz der Piken zurückgezogen und die Piken waren natürlich super gegen Reiterei und konnten die dann eben zurückschlagen. Und diese kombinierte Waffentechnik macht es eben sehr, sehr interessant. In den Pikenhaufen selbst wurden dann auch nochmal Spezialisten eingesetzt mit Zweihandwaffen, also diese Flamberge, beispielsweise diese Zweihänder, die Hellebarden oder auch die Sword and Bucklemen, wurden dann genutzt im Kampf gegen Infanterie, um dann wiederum die gegnerische Pikenphalanx aufzubrechen, weil die sich dann eben entsprechend gut durch diesen Pikenwall durchhäckseln konnten. Also sehr, sehr interessanter Aspekt hier von Mischungen aus verschiedenen Waffengattungen. Ja, diese beiden großen Tertius eben, die haben auch rein von den Spielmechanismen her die Besonderheit, dass sie quasi keine Flanke und keinen Rücken haben. Also egal, woher so eine große Tertio angegriffen wird, es gibt nie einen Flankenangriff.
Und sie kann in jede Richtung auch feuern. Also diese Bastionen aus Schützen, die können auch in alle Richtungen feuern. So, da hinten vor dem Castello, da steht nochmal eine reguläre Pikeneinheit. Ich habe die meistens als italienische Pikenträger gespielt. Ja, die Armee gibt eben ganz viel her, auch an Nationen, die in diesem gesamten Herrschaftsgebiet rekrutiert wurden, also Truppen aus allen möglichen Bereichen Europas. Also die Liste gibt her, eben irgendwelche Flamen, Wallonen und so weiter zu rekrutieren, italienische Truppen, spanische Truppen, Truppen aus den deutschen Landen, Ungarn und so weiter, je nach Kriegsschauplatz auch. Aber eben eine unglaubliche Bandbreite an Truppen, was mich dann letztendlich auch so wahnsinnig an der Liste interessiert hat und an dieser gesamten Armee. So, auf der linken Seite, da haben wir da natürlich noch ein paar Kanonen. Diese Dreierbatterie da hinten, sind eher leichtere Geschütze. Und vorne haben wir dann ein paar dicke, große Kanonen. Die Basenbreite ist übrigens 4 cm, orientiert sich an DBA, beziehungsweise ist auch ein Standard für 15 mm Basierung, den viele Systeme auch verwenden. Also 4 cm breit jede Base und dann abhängig vom Truppentyp unterschiedlich tief. Die Infanterie ist in der Regel pro Base 2 cm tief hier. Für Field of Glory Renaissance, Kavallerie 3 cm tief und ja, Kriegsmaschinen, Kanonen 4 cm tief. Ich habe teilweise auch Infanterie doppelt basiert, also 4 auf 4 cm hier bei den Piken. Ein paar Worte auch zum Base Design. Also ihr seht das hier. Die Basen sind sehr, sehr hell. Also ich habe mich hier wirklich an dem Setting auch orientiert, italienische Kriege. Ich wollte so ein bisschen ja, mediterrane Optik, also die Mischung aus Grün und diesem hellen beigen Boden. Das hat vor allem auch den Vorteil, dass es natürlich einen enormen Kontrast zur Miniatur liefert, die insgesamt eher dunkel ist, obwohl die Farbpalette, die ich hier bediene, natürlich sehr, sehr bunt ist. Die Spanier habe ich alle überwiegend in Gelb und Rot bemalt, also ja, wie es eben auch die spanischen Farben sind. Aber ja, also irgendwie diese Klischeefarben, Klischee ist fast das falsche Wort, aber die Verbindung hat man natürlich eher. Also wenn ich irgendwie Spanier auf dem Tisch darstellen will und dann die Farben der spanischen Flagge habe, dann ja, suggeriert es natürlich gleich eine Verbindung dazu, zumal auch die Flaggen der damaligen Zeit tatsächlich auch gelb und rot enthielten und es gab noch nicht so eine wirkliche Uniformität, aber gerade bei den spanischen Truppen habe ich dann trotzdem diese Farben auch verwendet. So, aber das Base Design, wie gesagt, beige, also ich habe das besandet in einem ja, so einem Karamellton grundiert und bin dann eben habe das Ganze hochgebürstet bis zu einem Beige und das Ganze ist eben versetzt mit einem saftigen Grün, um ja, eben dieses Flair von Italien so ein bisschen darzustellen und um einen schönen Kontrast zu haben. Denn ich habe das auch schon mehrfach gesagt, Kontrast ist enorm wichtig, gerade bei Miniaturen, die kleiner sind als 28 mm. Für 28 mm ist es auch wichtig, den Kontrast irgendwie über das Base zu machen. Kann man viel in der Gesamtwirkung machen, aber gerade bei kleineren Maßstäben, damit es eben nicht zu einer Masse fürs Auge wird auf die normale Blickdistanz, die man auf dem Tisch hat, halte ich hier kontrastreiche Basen oder vielmehr Basen, die einen Kontrast zur Miniatur geben, für sehr, sehr wichtig. Die Flaggen sind teilweise tatsächlich aus Zinn auch. Die von Black Hat, die haben tatsächlich Zinnflaggen da dran. Die brechen mir auch ständig ab, weil man natürlich irgendwie tendenziell da auch ständig dran hängen bleibt und die haben eine ganz kleine Klebestelle. Das ist ziemlich ein Mist. Aber ein Großteil der Flaggen, man sieht es auch, die sind mit Papier. Ich habe die ausgedruckt, teilweise auch gemalt auf Papier. Ja, ist eigentlich immer eine dankbare Sache, wenn man Sachen hat, wo man auch Vorlagen ausdrucken kann. Und ja, mache ich eigentlich ganz gern. Und ich
Ja, so Armeen, Mittelalter und natürlich auch in der Renaissance, die leben von diesen Flaggen. Also das sieht einfach ziemlich toll aus und gerade bei kleinen Maßstäben, das ist einfach ein Blickfang und das fängt diese Heeresoptik einfach sehr gut ein. Also Flaggen, 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 Flaggen müssen ran. In der Mitte hier sehen wir nochmal drei meiner Kommandanten da. Auch der besagte Kommandant, dem ich das Banner gemalt habe, das ich in irgendeiner Quelle gefunden habe, dass Pescara zugeordnet wird, beziehungsweise zugeordnet wurde bei der Schlacht von Pavia. Ich weiß leider nicht, ich habe nicht herausgefunden, ob das wirklich sein Banner ist. Ich kann es nicht hundertprozentig belegen. Aber die Armee ist damals entstanden, als wir die Schlacht von Pavia 1525, in der die Imperialen in der Schlacht oder vor der Stadt von Pavia in einem umzäunten Jagdpark gegen die Franzosen, gegen den französischen König gekämpft haben. Karl der Fünfte war selbst nicht anwesend, aber Pescara war eben sein Kommandant in dieser Schlacht, der General der Truppen. Und in der Schlacht wurde dann auch der französische König François gefangen genommen. Da hinten sehen wir dann auch etwas, das ich für dieses Szenario, für diese Präsentation gebaut habe. Das ist keine Kirche, sondern das soll das Jagdschloss sein. Das Castillo Mirabello, wie es heißt. Das stand da mitten in diesem Park, kleines Jagdschloss. Und es gibt lustigerweise, es gibt mehrere Gemälde oder Kupferstiche etc., wo dieses Castello oder im Bezug auf die Schlacht oder generell dargestellt wird. Und es sah jedes Mal ein bisschen anders aus. Also die Quellenlage ist schwierig. Ich habe keine wirklich stichhaltige Quelle gefunden, wo ich sagen würde, ja, so muss es gemacht werden. Und ich habe mir dann eins davon ausgesucht. Ich blende es hier auch nochmal ein. Das habe ich dann als Vorlage genommen, um dieses Castello zu bauen. Ich zeige das hier gerade mal. Das ist hier der Kern ist Styrodur-Klotz oder Styrodur-Elemente, die ich da verbaut habe. Wellpappe auf den Dächern für die Darstellung der Ziegel. Das hier ist alles reingeschnitzt. Die Mauerstücke hier, das war tatsächlich eine Klebefolie, die so beschaffen war, die ich da drauf geklebt habe, um dieses Gemauerte hier darzustellen. Und hier haben wir den Turm des Ganzen. Das hier habe ich mit Balsaholz gemacht, diese Fensterchen. Man sieht es teilweise auch, wenn man ein bisschen näher rangeht. Und das hier oben ist irgendeine Konstruktion aus Joghurtbecher, irgendwas in der Richtung war das. Ich erinnere mich nicht mehr so genau, ehrlich gesagt. Also es ist auf jeden Fall Kunststoff da oben. Irgendeine Flasche, irgendein Joghurtbecher. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht mehr. Und das hier ist eine Posterrolle als Basis des Ganzen. Das Ganze mit Strukturfarbe bemalt, damit man hier quasi so einen Putz hat. Jo, das ist das Castello Mirabello. Ja, das war's von dieser Armee. Ich hoffe, das hat euch irgendwie zugesagt. Dann schreibt mir doch gerne mal einen Kommentar. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen für die Epoche erwärmen. Wie gesagt, ich finde sie wahnsinnig interessant und ich finde, es lohnt sich absolut, da mal reinzuschauen. Ich hoffe, ich konnte euch irgendwie ein bisschen die Faszination vermitteln, die die Epoche ausmacht. Und ja, vielleicht hat es euch ja irgendwie inspiriert, da in der Richtung auch mal was zu machen oder euch zumindest ja, ein bisschen damit näher zu befassen, sei es jetzt in Form von Dokumentationen oder Büchern, was auch immer. Danke fürs Zusehen und ja, lasst mir gerne einen Kommentar da. Bis bald. Ihr wisst, wie YouTube funktioniert. Kanäle leben von Klicks, von Likes und von Abos. Also wenn ihr meine Sachen mögt und habt noch nicht abonniert, dann holt das doch gerne nach. Außerdem gibt es hier Links zu weiteren Videos, die euch interessieren könnten.
Und wenn ihr meinen Kanal weiter unterstützen wollt, dann gibt es auch die Möglichkeit, in meinem Spreadshirt-Shop einzukaufen. Den Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Schaut da vielleicht mal rein, vielleicht ist was für euch dabei. Ich sag schon mal vielen Dank.